Grüßt euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Teil des PTU 3.9 Vorstellungsrunden. Ich finde den Satz nicht zu Ende. Dings. Dings geht immer. So, wir sind immer noch hier in New Babbage. Natürlich, wir sind ja noch nicht durch. Und wir wollten uns ja heute die Asperia Prawler angucken. Und das machen wir. Aber vorher möchte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Denn ich habe inzwischen was rausgefunden. So, als allererstes möchte ich euch mal zeigen, dass es doch den Anzug schon gibt, den es zum Games, sag schnell Pharao. Ach, der Pharao ist übrigens wieder dabei. Hallo Pharao. Ja, ich grüße euch. Hallo und dich natürlich ganz im Speziellen. Völlig vergessen, vor lauter Aufregung. Diesen Goodies-Pack-Anzug, den es zur CitizenCon gab, den gibt es nämlich doch schon. Und zwar müsst ihr den nicht hier unter, also falls ihr dieses gekauft habt, müsst ihr den nicht hier unter, Moment, ich ziehe erstmal irgendwas an, so, Armor gucken. Ja, hier findet ihr den nicht, denn es sind keine Beine und keine Arme und keine Rüstung, sondern es ist ein ganzer Anzug und deswegen guckt man dabei Undersuit. Und dann seht ihr den hier. Novikov Expo Armor. Zack, boom, klatsch. Und da ist er. Ne? Ein riesen Kavuli. So, und ihr seht hier schon, 40% Reduction, ja, also Schutz gegen irgendwelche Waffen. Dann haben wir hier 130 Personal Units, die wir hier transportieren können. Und das Ding geht bis minus 225 Grad. Oder beziehungsweise ist wahrscheinlich Fahrenheit, denk mal 75 Grad. Obwohl es kann auch sein von minus 275 bis plus 75 Grad. Das wird es wahrscheinlich sein. So, und jetzt haben wir natürlich noch keinen Helm. So, und den findet ihr aber hier vorne bei Armor. Der ist dann da. Ja, dann könnt ihr den so aufsetzen. Nerd. Ne, den Ommelhelm. So, und ich würde sagen, das lassen wir gleich mal an, denn wir wollen ja dann gleich auch noch raus. Ne, lassen wir das schon mal an, das Ding. Gut, dann speichern wir das kurz ab. Das war der erste Teil. Und der zweite Teil, dafür gehen wir nochmal in das Inner Sword Interaction System mit F und rechter Maustaste. So, und da seht ihr schon hier rechts Helm unequip. Denn wir können jetzt unseren Helm abnehmen mit einer Taste, die wir hier belegen können. Und ich zeige euch kurz mal, wie das geht. Ich habe ja in der ersten Episode das mal kurz angerissen. Und hier wollte ich jetzt euch einmal ein bisschen genauer erklären. Also das ist unsere Favoritenleiste. Das ist das vordere Feld praktisch. Und wenn wir dann jetzt hier reingehen, können wir sagen, Item Actions, und hier findet ihr auch den Helm equipped. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte den halt belegen, wenn hier jetzt das Haar noch nicht stehen würde, dann würdet ihr jetzt die rechte Maustaste drücken und könntet hier oben Rebind machen und würdet dann in meinem Fall das Haar drücken. Dann macht er einmal nochmal Yes und dann steht hier Haar. So, jetzt wollt ihr das natürlich auch bei den Favorites haben, da vorne, also in dem ersten Kreis. Das heißt, ihr macht wieder die rechte Maustaste, drückt auf Favorites und sagt dann, wo ihr ihn haben wollt. Ich habe ihn jetzt hier hingelegt, ihr könnt ihn aber auch hier hinlegen. So, dann ist er jetzt hier. So, und das ist es, ne? Und das könnt ihr halt mit jeden anderen Dingen auch machen. Und das Schöne ist, wenn wir das Ganze jetzt zumachen, ich gehe mal in die Außenansicht, so, ja, und ich drücke jetzt H, dann setzt er den Helm ab, ja? Und das ist auch super. Und übrigens, das haben wir vorhin gar nicht gemerkt, oder in der ersten Episode gestern, dass ihr auch gar nicht essen und trinken könnt, wenn ihr einen Helm aufhabt. Ja, den setze ich jetzt nochmal wieder auf. Dauert immer so ein bisschen, bis er den aufsetzt, zack. So, und jetzt holen wir uns nochmal ganz schnell was zu schnabulieren, Pharao, würde ich sagen. Wo ist er denn? Ach da, er ist schon wieder hier in der Unterhaltung mit seinem Frisurenkumpel hier, ne? Genau. So. Ich war solidarisch. Ach so, bevor wir weglaufen, noch was. Ich habe noch was rausgefunden. Hier vorne. Das ging ja in der ersten Episode, ging ja der Monitor nicht. Da haben wir ja schon vermutet, dass man hier irgendwie sein meinbares Zeug verkaufen kann. Aber nein, hier kann man meinbares Zeug kaufen. Nämlich, hier gibt es die Mineable Attachments. Die Consumables, die es jetzt neu gibt. Und das sind diese Verbrauchsgüter, die ihr jetzt an eure Schiffe oder an eure Mining-Laser packen könnt und die dann beeinflussen könnt. Ja, ihr müsst das mal durchlesen. Hier auf der rechten Seite, der zum Beispiel, der macht minus 50% Instabilität. Ja, zum Beispiel, dann wird der grüne Bereich wahrscheinlich ein bisschen größer und der Strich, der Laser, der springt nicht mehr so. Ne? Also, wie gesagt, die ganzen Sachen, das werden wir alles noch ausprobieren. Aber auf jeden Fall, hier könnt ihr die kaufen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch der einzige Ort, wo ihr die momentan kriegt. Nur ansonsten kriegt ihr hier noch verschiedene Laserköpfe, natürlich. Ne? Dann Waffen.
könnt ihr auch noch das Multitool kaufen und das Mining Attachment. Also alles rund ums Thema Mining gibt es hier. Und ein bisschen, ach so, hier. Hier gibt es auch noch eine Rüstung, aber nur eine. Ja, das ist dieser Rucksack. Ah ja, ja genau, den Rucksack, den gibt es ja auch noch. Und noch ein paar Arme und noch ein paar Beine. Genau, also aber alles nur mit rund Flex. Ums Miner. Genau. Ja. Ja. Voll gut. Ich denke mal, wenn später andere Farben von dem Rucksack und von der Rüstung noch da sind, dann wird es auch mehrere Sachen geben. Momentan gibt es ja nur den gelben. Deswegen, gut. Sozusagen FPS Mining Light. So, mein Helm beschlägt irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man den drin trägt. So, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz was zu essen oder zu trinken besorgen, bevor wir uns dann auf den Weg zu Prawler machen. Übrigens, die Folge wird wieder länger. Na, das sage ich euch jetzt schon. Das ist halt gerade so. Da kann man nichts machen, ne? So, auf jeden Fall ganz geil mit der Spiegelung hier im Helm. Hier gab es hier irgendwas zu essen? Nein, wir müssen zurück. Nee, hier ist nur... Ja, ja. Auf die ganz andere Seite. Übrigens, die Dame hier vorne, die könnt ihr auch fragen. Ne, da, die, wenn ihr da hingeht, könnt ihr hier... Das ist so geil, wie die vorbeijoggen hier, ne? So. Hier, die haben gemerkt, dass sie falsche Richtung gelaufen sind. Jetzt sind sie aneinander geballert. Und haben umgedreht. Ja. Hast du das gesehen? So, wenn ihr hier rangeht, solltet ihr die eigentlich fragen können. Genau, da. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel fragen, hier, mach mal einen Witz. Here's a funny joke. What do you call a mobile risk computational unit that is completely made out of helium? So, ich habe kein Wort verstanden. Ich auch nicht. Aha. Oh. Ja, okay, tschüss. Nee, also, ich hoffe, das Ganze kommt irgendwann nochmal in Deutsch. Mach mal einen flachen Witz. Wahrscheinlich ist das so ein Witz, den auch nur Amerikaner verstehen. Genau, no, Insider wahrscheinlich. So, komm, wir holen uns jetzt hier mal so eine Waschmittelpulle. Ja, sieh zu, hier gibt's was. Oh, der T-Post aber auch schon wieder. Hier ist irgendwas nicht richtig, glaube ich. So. Und wenn wir jetzt das Ding... Also erstmal können wir das Teil jetzt auch stone. Ja, das heißt, wir können das in das Inventar packen. Das geht nur, wenn ihr einen Anzug anhabt. Ja, ihr braucht halt ein bisschen Ladekapazität, das machen wir gleich. Aber erstmal trinken wir jetzt und dann sagt er, geht nicht, ne, hier. Denn wir haben einen Helm auf. Deswegen müssten wir den Helm erstmal absetzen. Zack. Und jetzt können wir trinken. Und jetzt kannst du noch was Schönes probieren. Jetzt torse die, ja. Holst sie wieder zurück und guckst, ob der immer noch der Rest von Flüssigkeit drin ist, den du jetzt da reingetan hast. Ah, nee, guck mal, wenn ich da einmal draus getrunken habe, kann ich den nicht mehr storen. Ah ja, okay. Dann geht kannst du also nur voll storen. Ja, okay. Man kann sich wirklich nur ausrüsten mit irgendwelchen vollen Sachen. So, dann stellen wir das mal hin. So, dann nehmen wir hier nochmal einen. Wir haben ja Kohle ohne Ende, ne? Nehmen wir so einen grünen, sieht auch ganz nett aus. Zack. Ja, sehr schön. So, den stornen wir jetzt. Oder stonen wir jetzt. So, jetzt ist der weg. Und wenn wir jetzt ins persönliche Inventar gehen, das können wir natürlich nach wie vor auch mit I machen, wie es ja vorher auch schon war, dann sollte der hier sein. Genau, und da ist er. Citrus Rush Smoothie. Lecker, lecker. Ne, dreht sich jetzt sogar schön. Jetzt komm doch mal bitte hier zu mir. Ja. Ich komme. Und kauf dir hier mal einen Apfel. Wo bist du denn? Ah, da. Ja, okay. So, und den soll ich jetzt essen? Entweder essen oder storen? Wahrscheinlich kannst du den auch storen, oder? Ja, klar. Store mal ein und iss mal ein und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich store mal ein. So, der ist jetzt weg. Und jetzt nehmen wir hier noch einen. Und den futtern wir. Und die Apfel und Melonen und Artischocke ist das Einzige, was man wiedererkennt, ne? Das andere ist irgendwie alles Alien. So. Ich glaube, das ist keine Artischocke, das ist diese Frucht mit diesem kleinen, dieses weißes Fruchtfleisch mit den kleinen Kernen drin. Okay. Südfrucht? Nee. Wie heißt es denn? Keine Ahnung. So, ich esse jetzt einen Apfel. Zack. Komplett weg. Weg inhaliert. Mit Stiel und Stängel und, Kernen. So, Pharao. Ich würde sagen, wir machen jetzt uns machen auf den Weg. Auf jeden Fall, das wollte ich euch alles noch mitteilen. Das sind echt Sachen, die waren bei der ersten Runde noch gar nicht so richtig bewusst. Oh, guck mal hier. Das sieht auch geil aus, ne? So richtig schön mit Kreide. Hier rangemalt, die Sachen. Also, ich muss schon sagen, kreativ. Die haben sich so eine Mühe gegeben, ne? Und dann, wenn man mal bedenkt, in was für einer Zeit die das fertig gemacht haben, das ist ja nix. Normalerweise, ne? Das ist hier... Also, ich finde es fantastisch, wirklich.
So, Pharao. Kürbisse gibt es ja auch. Wahnsinn, ey. Hier ist ja richtig was los. Wo müssen Lass wir es loslegen. Jetzt, wo müssen wir denn jetzt lang? Wo waren das nochmal mit den... Ach, warte mal, ich will noch mal ganz kurz darüber gehen. Da ist nämlich auch noch irgendwas. Wenn du mal deinen Satz zu Ende sprichst, kann ich dir vielleicht auch weiterhelfen. Wo die Garagen sind, wollte ich fragen. War doch irgendein Zwischengang, oder? Genau, man musste an der Seite raus. Man musste aber nicht von hier aus, sondern man musste schon mal einen weitergehen. Also letztens sind wir hier, glaube ich, lang gelaufen. Kann ich mal ganz kurz gucken, wo das hier ist? Promenade. Ach so, hier kommt man auch zu der Bahn, oder? Warte mal. Kommst du wieder? Ja. Ah, das ist die andere Seite, alles klar. Ich komme wieder hoch. Ja, das war in irgendeinem Zwischengang. Ich glaube, das war auf dem Weg zur Disco, ne? Also da lang, wo du stehst. Die Richtung müsste das sein. Dann war das, glaube ich, auf der rechten Seite. Pharao? Sorry, war gerade raus. Ah ja. Aber ich bin da. Ja, sorry. Hier, Surface Entrance, hier ist es. Genau, wir waren hier an der Kletterwand vorbei und dann war es auf der linken Seite. Ja, genau. Gut, dann steigen wir da mal ein und holen uns mal ein Fahrzeug, denn wir fahren jetzt zum Spaceport, allerdings nicht mit der Tram, sondern mit einem Fahrzeug und das geht. Total super. Okay, ich werde mich derweil mal kurz umtracken. Ja, und ich setze mir auch wieder den Helm auf, einmal H gedrückt. Und zack, da ist er wieder. Boah, das finde ich so super, dass das jetzt drin ist. Das wird natürlich irgendwann nochmal ein bisschen schöner animiert werden, ne, dass das nicht einfach runter, also wegpoppt und aufpoppt. Ist ja völlig klar. Ja, aber das finde ich schon mal geil, dass das jetzt drin ist. So. Hier geht's zur Garage, da gehen wir hin. Und dann gucken wir uns auch, natürlich auch noch den Teaser, den Teaser Spaceport, sage ich schon. Haha. So, ich würde sagen, wir nehmen, wollen wir einfach einen Cyclone nehmen, oder... Relativ egal. Du hast ja die Befürchtung gehabt, dass du hier nicht aus dem Hangar rauskommst. Bei ja, genau, deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal einen RN. Der ist doch ganz hübsch. Das ist die Scanner-Variante vom Zyklönen. Wie? Er sagt, es ist voll. Gibt's doch nicht. Kann nicht sein. Ach, Tatsache, ist echt voll. Da hat einer einen Ursa-Rover gespawnt. Frechheit. Wo ist der? Aber ich glaube, er lagert ihn schon wieder ein. Ja, genau, er wird eingespawnt. Ja, genau. So, auf jeden Fall haben wir hier auch eine richtig schöne kleine Garage. Tippitoppe. Ich glaube, der ist wahrscheinlich angekommen. Kann das sein? Das kann auch möglich sein. Ist das denn hier die einzige? Ja, ne? Ich glaube, hier schon. Also vorne ist noch was. Ich gehe noch mal kurz gucken. Ich meine, da vorne war auch noch eine Tür. Surface. Ja, aber hier gibt's nur ein Terminal. Ach nee, hier kommst du nur raus. Da konntest du nur raus. Da konntest du nur eigenständig rausfallen. Ja, pass mal auf, ich gehe mal hinten rum. Du spawnst das Ding und ich steige dann außen ein. Ja, super. Wenn ich das, ist auch schon da jetzt. Siehst du, jetzt steht der nämlich auch andersrum. Das heißt, der andere ist angekommen. Wahrscheinlich. Oh, Leute, sag mal Bescheid, wenn du draußen bist, damit ich hier nicht so lange im Kalten rumrennen muss. Ja, ja. Microtech ist wirklich, wirklich mega geil, soll ich sagen. Killing Planet. So, mal gucken, ob der hier meine Keybindings übernommen hat. Und jetzt müssen wir nämlich, bevor wir hier rauskommen, müssen wir uns eine Starterlaubnis erbitten. Ja, sonst kommen wir hier nicht raus. Ja, das ist auch noch ein bisschen doof, dass das hier verdeckt ist. Aber gut, ist das... Kommen wir mit klar. So, und jetzt müsst ihr hier bei Friends gucken. Und da ist jetzt New Babbage Interstellar oder Intergalactic Spaceport. So, und dann müsst ihr hier draufdrücken. Und dann sollte vorne die Garage aufgehen. Please proceed to sign landing bay. So, macht er auf. Nicht wirklich, ne? Ich sehe hier nichts. Ob es vielleicht nur ein Animationsfehler ist? Nee, die Garage ist nicht offen. Okay, versuchen wir es nochmal. Versuche ich es mal hier. Ich habe 19 Minuten Zeit. Über der Dingens. Ach nee, The Common Parking, das müssen wir machen. Siehst du? Du warst bei Spaceport oder was? Ja, genau. Ja, okay. So. Ja, jetzt geht's. Boah, sieht das gut aus, ne?
Leute. Und die, da gibt's überhaupt, das sah nur so aus, als wäre das eine Stufe. Das ist gar keine Sitco. Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob bei dir ein bisschen wärmer ist hier. So, wir sehen auch schon, wir sind bestens gerüstet, ne? 36,5 Grad, wunderbare Wohlfühltemperatur. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe nur die Anzeige von meiner Körpertemperatur, habe aber 36 Minuten Zeit, diesen Platz dort zu erreichen. Na gut, dann machen wir das jetzt mal, würde ich sagen. Dann düsen wir da mal hin. So, ich hoffe, wir finden das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir lang müssen. Weißt du das? Lass mal gucken. Wir müssen in die entgegengesetzte Richtung. Weil also hier fahren wir jetzt. Ja? Oder warte mal. Nee, wir sind. Also das ist das Haus und da haben wir. Doch, wir müssen, du hast recht, wir müssen hier rum. Ja, okay. Wir müssen da lang, glaube ich. Sehen wir vielleicht irgendwelche Schiffe hier rumfliegen? Da könnte man sich vielleicht dran orientieren. So, da hinten sehen wir schon. Nee, ist richtig hier. Wir müssen hier rumfahren. So, und jetzt ist hier auch richtig Leben in der Bude, ne? Hier überall leuchtet es und blinkt es. Sieht auch nochmal anders aus. Vorher war das wirklich so eine Art, ja, wie soll man sagen, Platzhalter. Ne? Die Stadt war zwar schon da, und aber so richtig hier oben fahren jetzt übrigens auch die Züge lang. Ja, die sieht man jetzt, wenn die da vorbeifahren. Gucken, ob wir einen sehen. Ne? Aber auch geil, wie sich das... Guck mich doch mal spaßhalber an, Sitko. Kannst du das? Ja, warte. Ja. Oh, du bist ganz eingefroren. Ich auch. Voll gut. Und langsam beschlägt auch mein Visier hier. Das zieht sich so langsam zu. Ich bräuchte eine Klimaanlage für im Helm. Ja. Das wird immer... Ich kann wirklich immer weniger sehen. Wie sieht's bei mir aus? Ne, bei mir geht's. Ich habe wahrscheinlich ein gutes, einen guten Helm. Du musst mich gleich, ich brauch gleich einen Blindenhund. Ja. Ich muss dich freikratzen gleich. So, auf jeden Fall, hier kann man auch mal richtig Gas geben, ne, finde ich. Aber eine Bahn sehe ich nicht. Weil du siehst das, was das bedeutet, wenn du das, dass du das richtige Equipment hast. Also, wenn ich jetzt hier fahren müsste, ich hätte echt Probleme. Ja, klar, absolut. Glaube ich sofort. So, da hinten sehen wir schon den Spaceport. Da ist ja schon leicht im Nebel zu sehen. Also es ist auch wirklich eine Strecke, ja, da muss man schon ein bisschen fahren. Ich weiß gar nicht, in welchem Szenario macht das denn Sinn, dass man fährt und nicht die Bahn nimmt, außer jetzt die Bahn ist kaputt. Möglicherweise ist es, ich weiß nicht, aber man müsste doch da hinten eigentlich auch Ground Vehicles spawnen können, ja, sodass man nicht unbedingt dann... Ja, also dann braucht man es im Prinzip nicht. Ich habe ja das Ding nicht gesehen. Ich habe ja das Terminal nicht gesehen. Gab es da wirklich nur Ground Vehicles oder war das auch noch irgendwas anderes? Es gab nur Ground Vehicles. Also okay, alles klar. Natürlich auch Nox und sowas alles, aber ist ja auch ein Ground Vehicle. Ja, nur dann hätte ich gedacht, dann Szenario vielleicht, wenn du irgendwie nur ein Schiff hast, das ist aber zerstört und dann fängst du schon mal an, das da zu claimen, zum Beispiel, ja, und fährst in der Zeit halt rüber. Klar. Ja. Das wäre so das einzige Szenario, ja, was mir so einfällt. Ich glaube, ich höre eine Bahn. Oder wenn du einen Kollegen hast, der sowohl Flugangst als auch, Bahnfahrangst hast, dann kannst du den natürlich da abholen. Ja, genau. Ne, so eine Bahn sieht man nicht wirklich, ne? Also von oben saß du die, als es dunkel war, hast du die gesehen, dass die da mit so Lichtern... Oh mein Gott, du siehst ja immer schlimmer aus. Also sieh zu, dass du rankommst hier. Du bist voll zugeschnallt, Sitko. Was wir übrigens auch unbedingt noch testen müssen, ist, ich glaube, ich habe uns schon eine Landerlaubnis erbeten da hinten, deswegen, das war das vorhin. Ja, ob es im Weltraum mittlerweile auch kalt ist. Eieiei. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn du rausgehst, ob das dann auch beschlägt, das Visier, aber ich glaube... Genau. Ja, nee, nicht aber beschlägt, nee, ob du... Ja, beschlägen kannst ja nicht, weil ja keine Feuchtigkeit da ist. Höchstens die Außentemperatur, dass er die anzeigt. Genau, ich meine, dass halt, wenn du in einem normalen Jumpsuit ins All gehst, dass du dann genauso erfrierst. Weil ja minus 275 oder wie auch immer das
Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn das natürlich noch nicht geht, ist das natürlich physisch irgendwie oder physikalisch nicht so richtig gut, weil dann müsstest du mit einem normalen Jumpsuit ja auch hier rumlaufen können, ne? Ja, also ich denke mal, das wird irgendwann auf jeden Fall gehen. Ja. So, das wird jetzt nicht so der richtige Weg gewesen sein hier, aber egal. Ich sehe gar nichts. Jetzt bin ich jetzt durch hier. Ja, jetzt ist aber auch gerade Sauwetter. Du hast vorhin was vom Schneemann erzählt, ja, also neben mir sitzt gerade einer. Aber nicht, dass du mir eine Karotte an den Helm klebst. Ah. Du bist so ein Kürbis, so ein Riesenkürbis. So, hier hat einer seine Carrick geparkt. Boah, ein Stegeschnöber hier, ey. Jetzt haben wir den Dings aus dem Augen verloren, diesen. Guck, oder musst du noch mal einen vielleicht anfragen? Hier, so zwei weiße Schneemänner da vorne drin. Voll gut. So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon Landeerlaubnis erbeten, glaube ich. Aber die ist wieder weg. Also ich sehe es nicht mehr. Oder? So, auf jeden Fall ist das hier jetzt eine Garage, wo wir reinfahren können. Also mein Helm ist auf jeden Fall mittlerweile auch ordentlich zugesülzt. Nicht, dass du dich jetzt hier hinstellst, du ein Crime-Set kriegst und wir gleich im, im Prison landen. Ich werde jetzt hier... Ich werde jetzt hier eine Landerlaubnis erbitten. Bitte. Sicherheitshalber, noch brauchen wir es nicht. Oh, ich bin auch aufgetaut. Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Oh ja, ich auch. So, hier müssen wir jetzt lang, ja, in diese Garage, denn das ist eine richtige, richtige Tiefgarage, Freunde. Guckt ja, euch das mal an. Mit mehreren Einstellplätzen. Ist das der Hammer, ey. Das ist nicht einfach nur so in so ein Tor, wo du reinfährst. Nein. Du musst hier so richtig schön deine Garage finden. So, ich muss jetzt aber in die Innenansicht gehen, sonst sehe ich das nämlich nicht. Ah, da ist es. So, und das müsst ihr auch machen. Ich meine, klar, sonst kriegt ihr natürlich keinen Parking-Slot, aber ihr müsst es auch machen, sonst kriegt ihr ein Crime-Stat, wie es Pharao schon sagt. Zumindest eine Geldstrafe. So, und dann sind wir angekommen. Ne? Du bist auch schon wieder aufgetaut. Toi, 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 ey, das so. war aber auch Zeit, du. Gut, dann würde ich sagen, du kümmerst dich mal um die Hesperia Prawler. Nicht. Und ich, wir gucken uns noch so ein bisschen den Airport an. Ne, zumindest, dass du sie schon mal claimst. Aua. Weiß nicht, muss ich die claimen? Ich glaube nicht. Ach so, hast also du die hier? Ich kann die nur spawnen wahrscheinlich. Ich weiß, nee, ich so, hatte wenn die, du sie spawnen kannst, ich hatte den, in diesem Bild hatte ich die noch nicht gespawnt. Möglicherweise kriegen wir die sofort. Na gut. So, jetzt wollen wir zum Terminal, richtig? Jo. Ich würde mir auch wieder was Bequemeres anziehen, glaube ich. Das ist mir nämlich ein bisschen zu dicke hier. Aber wo wir doch gerade hier sind, den haben wir ja noch gar nicht gesehen, den Spaceport. Wir sollten vielleicht erstmal wirklich einmal durchgehen, ne? Ja, genau. Das machen wir auf jeden Fall. So, ziehen wir uns mal eine Sabine an. Eine was? Eine Sabine. Okay. Okay, wenn du das so siehst, Bro. Nein, das ist der Anzug, der heißt so. Okay. So, und hier können wir jetzt übrigens auch Ground Vehicles spawnen. Ja, wenn wir jetzt von hier aus starten, müssen wir das von hier oben machen, müssen dann runterfahren. Und dann sind das hier alle Elevators zu den Garagen sozusagen. Oh, und das ist separiert, ne? Genau, das ist nicht das sind nicht die Fahrstühle, die zu den Hangern für die Schiffe führen, sondern das sind wirklich nur die Garagen. So, dann haben wir hier wieder die Kolibris und die Schmetterlinge, sehr schön. Ein Hologramm vom Microtech-Logo, auch ziemlich cool. Und hier unten auch noch ein Hologramm von einer Dame, die uns wieder wahrscheinlich was erzählt. Ein Witz. Ein Flachwitz. Genau. Du kannst mal rumgucken, ob du den Zugang zur Metro findest. Oder zu diesen Zügen. Ja, mache ich. Ich gehe erstmal hier hinten. Das ist auf jeden Fall der Commercial Flight Bereich. Das soll ja später auch mit ins Spiel kommen. Das wird ja auch eine eigene Spielmechanik, dass entweder NPCs oder auch Spieler mit großen Schiffen, wie zum Beispiel die 890 Jump, euch dann in andere Systeme fliegen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Schiff habt, was das nicht kann. Ne, zum Beispiel. Hat ja nicht jeder immer so große Kavulis. Oder will halt nicht das Geld ausgeben oder will einfach mal luxuriös reisen. Dann bist du da hinten gestrandet, ne, in dem anderen System. Es sei denn, du fliegst damit wieder zurück. Nee, du kannst ja da dein Schiff dann rufen wahrscheinlich oder dein Schiff dahin liefern lassen. Oh, okay. Wollen wir es mal abwarten. Er hat einen Torpedo-Burrito-Schal. Ach nee, das ist ein T-Shirt. Ich dachte gerade, das ist ein Schal. Gut. So.
So, dann haben wir hier auf der linken Seite, das sind die Hangars, da kommen wir dann zu den Schiffen. Wunderbar. Und auf der anderen Seite ist das Ship Rental. Und da gucken wir uns auch mal kurz an, was wir denn hier für Schiffe leihen können. Wir sind ja gerade im PTU, da haben wir ja Kohle ohne Ende. Das hat man ja meistens, damit man auch alles wunderbar testen kann. Und mal schauen, vielleicht können wir uns ja sogar eine Esperia Prawler hier leihen. Ich habe nämlich keine, deswegen habe ich auch jetzt gerade keine in meinem Besitz. Das heißt aber nicht, dass es in einem späteren PTU-Bild nicht noch eh reinkommt, damit die anderen Leute das testen. Und wir schauen nochmal, vielleicht können wir uns das Ding ja hier leihen. Rental, Luxury Rental. Naja gut, luxuriös. nee, ich glaube nicht. Es gibt nur Hola. Aegis Dynamics, Origin und RSI. Nee, dann gibt's die hier nicht. Okay. Na gut. Hätte ja sein können. Das nur Luxusschiffe hier. Und die Aurora ist aber nicht dabei. Nee, ist wirklich. Ist, eigentlich ist eine Aurora Legionärs dabei, aber. Und sag mal, gibt's eine Cutlass? Eine Cutlass gibt's hier auch nicht, nee. Ach, gut, okay. Dann weiß ich ja, wer hier als nächstes auflaufen wird. Du meinst Gunner, oder? Sein Lieblings-Rental-Laden hier. Kommt da wenigstens nicht in Versuchung. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier rechts. Da werden wahrscheinlich jetzt da wird es wahrscheinlich zur Metro gehen. Steht ja auch oben schon dran. Genau. Ne? Und hier habt ihr nochmal eine richtig geile Aussicht auf New Babbage. Ne? Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Und wenn du jetzt hier nochmal rechts kommst, wenn du das angeschaut hast, guck doch mal hier, komm doch mal rechts hier, wo ich bin. Lass mich doch erstmal die Aussicht genießen. Ich habe ja auch gesagt, wenn du das gemacht hast. Ich habe ja nicht gesagt, komm jetzt mal. Oh, ich krieg kreisrunden Haarausfall, sehe ich gerade. Das ist aber nicht gut. Ja. Ja. Am Hinterkopf. Man wird nicht jünger, ne? Ist halt so. Ja. So, wo wolltest du hin? Zu mir nochmal, bitte einmal. Ja. War das der Bereich, den wir gerade eben gesehen haben mit den Rentals, oder ist das noch ein anderer Bereich da drüben? Ja, ne? Das ist der Rental-Bereich. Nee, das ist der Rental-Bereich. Okay, und wenn wir rübergehen auf die andere Seite, dann müssten wir ja... Oder den Hangar-Bereich sehen. Das ist der Hangar-Bereich, okay. Genau, also da, wo ich hatte nämlich gehofft, dass man irgendwo dann auch... Ach ja, da hinten gibt es ja keine Fenster, genau. Bei dem Economy-Flight-Dingen da, ne? Da gibt es keine Fenster, nee. Ja, weil auf, wo war das? Auf A-Corp, da kannst du ja durch die Scheiben nach unten gucken, wo dann auch irgendwann mal der Economy Flight Bereich auftaucht. Da kannst du richtig schon reingucken. Da siehst du auch die Sitzplätze und sowas. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, stimmt. So, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Ne, wie immer gilt natürlich PTU, wenn irgendwas nicht funktioniert, sei es denn irgendwie ein 30.000er oder irgendwas. Dann setzen wir einfach da wieder ein. Hier stehen jetzt übrigens auch Wachen rum. Ja, das sind diese Kollegen hier. Auch mit einer eigenen Microtech-Kollektion. Richtig cool gemacht. So hat auch jede Stadt seinen eigenen Style. Ja, wo Hurston so ein bisschen shabby daherkommt, sind die Jungs hier schon wirklich elegant. So, dann könnt ihr hier nochmal eure Sachen bezahlen. Diesmal haben wir auch Hologramme obendrauf. Dann haben wir hier noch ein Welcome-Desk. Hier werden wir uns wahrscheinlich später vielleicht anmelden müssen oder können uns informieren. Vielleicht gibt es auch so eine Art Karte, die wir uns hier holen können. Wer weiß das schon so genau. Und hier gibt es dann nochmal die Scan-Gates. Da müssen wir durch. Und normalerweise würden wir jetzt mit der Waffe wahrscheinlich hier... Meep, 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 aber vielleicht auch mit Drogen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was die hier scannen. Aber da gibt es ja vorne auch ein Ablagefach, ne, wo du dann deine Sachen, die du über den Scanner ziehen willst oder mitnehmen willst, wo du die einlagern kannst. Ne? Ah, okay. Ja, cool. Sieht man den schon, so. Das Fach? Achso, ja genau. Und hier sind jetzt die Fahrstühle, die runter zur Metro fahren. Ne, das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Jetzt habe ich eine Quest für dich, ja. Ne, Sitko. Was fällt dir an den Wachen auf? Was fällt mir an den Wachen auf in Bezug auf was? Also, okay, ja, es sind Männchen und Weibchen. Ja, aber guck dir mal die Wachen an. Ja. Und dann sag mir, was dir auffällt. Hallo. Wo rennst du denn? Ich bin hier. Was fällt mir auf? Tja. Im Gegensatz zu den anderen Securities, meine ich. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ja schon so ein bisschen was gesagt. Da war es nicht bei, ja? Ja, da war es nicht bei. Sonst hätte ich dich nicht gefragt. Okay, die haben Waffen. Ja, die haben Waffen, aber welche? Die Arclight-Pistolen.
Die haben nur Handkniften, die haben keine Gewehre. Ah, ja, stimmt. So ein bisschen eleganter, ne? Ja. Die haben auch nicht auf dem Rücken oder sowas, ne? Die haben nur die Pistolen. Das müssen die hier auch nicht. Hier sind ja alle Friede vor der Eierkuchen. Ja. Das passt schon. Die machen nur ein bisschen halt auf Show. Dann würde ich sagen, werden wir uns mal die Esperia Prawler schnappen und uns die mal angucken. Gut, dann kommen Sie mal rauf, junger Mann. Jo. Da haben wir sie. Wir müssen mal den Helm wieder aufsetzen. Zack. So. Hangar 10. Soll sie stehen. Na dann los. So. Was du auch. Geh du nochmal bitte an einen so einen Monitor. Ja. Ruf mal das Menü auf. Hab ich. Wie gehst du normalerweise da wieder raus? Also wie kommst du von diesem Monitor wieder weg? So. Okay. Einfach weggehen. Ja, aber nicht nach links oder rechts weggehen, sondern nach zurückgehen. Hinten. Ja, da kannst du aber beides machen, glaube ich. Versuch mal. Also ja gut, er dreht sich dann weg, du musst aber trotzdem nach hinten weggehen. Ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, und dann saugt er sich nämlich so an. Das ist also, ist mir hier in PTU als das erste Mal so richtig so aufgefallen. Ja. Früher konntest du dich wegdrehen und weglaufen. Oder normalerweise kannst du dich wegdrehen und weglaufen. Hier musst du wirklich dich sozusagen von diesem Monitor lösen, richtig lösen. Das stimmt, ja. Okay, gut. Gut, dann auf zu Esperia Prawler. Ja, die Leute haben auch unter das Video geschrieben, Kommentare, dass das gar nicht schlimm ist, wenn ein Video mal länger ist. Gerade zu Zeiten von Homeoffice, da kann man sich das gut nebenbei mal angucken. Und, hatte ich das nicht gesagt? Hast du gesagt. Hat sogar einer geschrieben, hat gesagt, Pharao hat's gesagt. Hangar 10, sagst du, ne? Ja. Ob Medpin auch gegen Erfrierung oder Kälte hilft? So, jetzt wird mein Fahrzeug eingegliedert. Wenn du so kurz vom Erfrieren bist, wenn du dir da so ein Medpin reinhaust, ob das was hilft? Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen. Aber die sind nicht so richtig stilecht, die Hangar hier, oder? Ich meine, gut, es ist ein Hangar, aber... Das sieht mir auch eher nach Lorville oder sowas aus. Ja, finde ich auch. Ne? Könnte es auch woanders sein. Das stimmt. So, ob da noch was kommt? Hier ist die Heuschrecke. Alles klar. So, Esperia Prawler, Freunde. 34 Meter lang, 33 Meter breit und 15 Meter hoch. Laut Spec. Ist eigentlich eher kleiner, als man denkt. Ne? Also man denkt immer so, boah, das ist ein Riesending. Aber geht eigentlich. So, hier im Stile der Taverin. Das Taverin ist ja ein, na, ich sag mal, Baumvolk, wenn man das so sagen darf. Wahrscheinlich ist das ein Schimpfwort. Das darf man vor Taverins niemals sagen. Deswegen ist das ganze Schiff auch so ein bisschen ästelig aufgebaut. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal ein, bevor wir uns hier wieder einlagert. Und ja, aber hier gibt es einen Eingang übrigens. Hier können wir rein. Ja, wir gehen aber, obwohl ich gehe mal hier in die Seite rein. So, dann sehen wir hier, wie geil die Leiter ausklappt. Ne? Richtig cool designt. Ich komme mal von hinten. Das machst du immer. Ja, und du siehst, was ich dir noch zeigen wollte, aber du bist ja einfach viel zu schnell. Du bist ja einfach viel zu schnell, Zitko. Die Guards hier, ne? Ja. Die haben erstens eine andere Rüstung und zweitens haben die auch Gewehre. Wenn du hier mal ganz schnell rufst. Ja, weil das die aus Lorville sind. Genau. Also die haben uns hier hin und her teleportiert, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Also das ist ja hier original Lorville. Ne? Das sind auch die anderen Wachen wieder. Also das macht ja keinen Sinn, dass das... Nee. Obwohl da hinten steht Microtech dran, haben sie einfach mal so einen Aufkleber drauf gemacht, um hier einen vorzugaukeln. Ne? Genau. So, hier hinten geht's auf jeden Fall auch rein. Das ganze Ding, finde, erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Scampi. Ne, aber vielleicht mögen Vögel ja Scampis. Ich glaube sogar ja. Ne? Die vernaschen die zum Frühstück. So, ja. Und das Ganze ist ein Dropship. Und deswegen seht ihr hier überall die ganzen Sitze, wo ihr euch reinstellen könnt. Machen das mal. Zack, Bügel runter. Auch schon richtig geil animiert. Und dann sitzen wir hier drinnen.
Ne? Und ja, warten. Wie gesagt, ich habe schon jetzt die Landeerlaubnis, die Starterlaubnis angefragt. Lass uns mal hier weg, sonst sind wir tatsächlich gleich wieder eingestort. Super. Soll ich fliegen oder willst du fliegen? Nee, mal flieg du mal ruhig. Alles klar, mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Einfach nach vorne drücken. Alles klar. Gut, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir erstmal hoch, ne? Unten, das ist ja der, was ist denn der Operator-Sitz, ne? Geh mal nach unten, bleib mal, du kannst auch unten, weil da steht, da wussten die noch nicht, was die was machen, da steht beides Enter Pilot Seat. Okay, ja gut, jetzt bin ich oben, ist ja egal. Ja, alles gut, jetzt hast du es auf jeden Fall geschafft. Jo, rein in Sitz. Nee, jetzt steht hier auf einmal Co-Pilot Seat, gut, wunderbar, bestens. So, vorhin stand ja noch Pilot Seat. Wie ihr seht, seht ihr gar nichts. Ja, das ist nämlich ziemlich geil, das Teil ist nämlich komplett zu. Und das, was wir gleich sehen, ist ein eine holographische Sicht. Wenn wir das jetzt aufmachen, ändert sich von außen nichts. Passt mal auf. So, ich mache jetzt hier Flight Ready. Ich sagte, ich mache Flight Ready. Oh, ich glaube, mein Joystick hat sich hier noch nicht eingefangen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt katastrophal fliegen. Aber dann mache ich das jetzt alles hier mit Maus und Tastatur. So, zack. Systems activating. Systems on. Richtig cool. So, wenn Sie außen an sich gehen, seht ihr, da ist nichts aufgegangen. Ne, das ist wirklich 1:1 zu. Wie geil ist das? Richtig geil. So, dann gehen wir mal hoch, würde ich sagen. Ich versuche das mal hier mit dem Joystick. Ne, mein Joystick reagiert wirklich nicht. Gut, dann müssen wir das jetzt altherkömmlich machen. Und zwar mit Space. So, mal hier hoch. Das sieht natürlich, oh, hier flitzt natürlich, der flitzt los wie irre, ne? Ja. So, mal so. Muss mal hier einen Sitz, damit ich da so rausgucken kann ein bisschen. Hä, warum sink ich denn ab? Verstehe ich nicht. Hä, irgendwas stimmt hier gar nicht bei mir gerade. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Wenn ich Space drücke, fliegt er gar nicht hoch. Ja, kann das sein. Also ich würde an deiner Stelle dann erstmal das Fahrwerk einfahren. Ja, aber, achso, warte mal. Aber ich bin doch gerade schon hochgeflogen. Ja, und dann aber J drücken auch nochmal. Nee. Warte mal. Verdammt! Aber er fliegt nicht hoch, er straft nicht hoch. Weißt du, was ich meine? Hä? Ich würde sagen, du fliegst mal. Flieg uns mal hier weg. Ich glaube, meine... Ich setze mich jetzt erstmal hier in den Co-Pilotensitz. Meine komplette Einstellung ist hinüber. Ich muss das erstmal wieder konfigurieren. Ich habe das fürs PTU noch nicht gemacht. Flieg du mal. Okay. So, wir gucken uns jetzt alles hier innen drin mal an und haben nichts gesehen hier draußen. So, hier oben sind auf jeden Fall die ganzen Komponenten verbaut. Ich weiß gar nicht, ob das schon aufgeht. Auf jeden Fall sind die hier hinter normalerweise. Ah ja, hier. Ja, hier haben wir den Powerplant und das Ganze. Hier haben wir die Schildgeneratoren, sehr schön. Und hier haben wir die Cooler. Nun, das Ganze ist übrigens Size Medium. Also es ist alles Medium verbaut hier. Meistens alles Size 2. Und die Aspiria Prawler, die bekommt... Kannst du fliegen? Bin ich. Was? Ich bin am Fliegen. Ah ja, sehr gut. Dann kannst du unten vom Co-Pilot Seat also auch fliegen. Sehr geil. Ja. So, ja. Und wie gesagt, was wollte ich sagen? Genau, normalerweise kriegt die Aspiria Prawler noch ein anderes Schild, glaube ich. Das gibt es aber, glaube ich, noch nicht. Das ist so ein spezielles, richtig geiles. Das ist aber auf jeden Fall noch nicht da. Ich denke mal, das ist erstmal ein Ersatzschild. Und wir gehen mal hier in den Sitz. Ich hoffe, wenn ich jetzt in den Sitz gehe, dass du die Kontrolle nicht verlierst. Versuchen wir mal. Und, kannst du noch fliegen? Das sieht nicht so aus, als würde ich es nicht... Obwohl, ne, jetzt habe ich die Kontrolle verloren, tatsächlich. Ah ja, jetzt kann ich wieder fliegen. Ah, jetzt kann ich auch wieder hochfliegen. Jetzt geht's wieder. Hm, komisch, was da los war. Also das heißt, die Priorisierung der Aufgaben hat sich hier dann schon wieder iteriert. Du bist ja der Co-Pilot, ne? Deswegen fliegst du natürlich nur, wenn der Captain nicht im Sitz sitzt. Logischerweise. So ist es. So, dann würde ich sagen, drücken wir nochmal J. Wir gucken uns das jetzt natürlich alles nochmal an. So, J oder N, besser gesagt. So, das ist jetzt das mit Fahrwerk draußen? Nee. So. So ist der Fliegemodus.
Ne? Und das andere ist praktisch die VTOL Thruster nach unten, wenn man hier von VTOL Thrustern reden kann, aber wahrscheinlich schon. Ne? Und dann habt ihr auch schon gesehen, dass wenn ihr das nach unten klappt, dann habt ihr hier auch schon diese vier, ja, wie nennt man das, Stachel. Ich nenne sie mal Stachel, ihr wisst dann, was ich meine. Und das ist praktisch, wenn ihr rausspringt aus dem Schiff, ist das eure Deckung. Ja, da könnt ihr hinter euch verstecken, wenn ihr dann im FPS-Kampf seid. Das ist auch ziemlich cool mitgedacht, finde ich, muss ich echt sagen. So. Ja, jetzt geht's wieder. War irgendwie ganz merkwürdig gerade. So, dann haben wir hier so eine Art Hover-Module unter. Ja, das sind diese, wie nennt man sie, Gravlev? Oder wie nennt man das? Weißt du das, Pharao? Ja, die haben das ja auch, also das erinnert mich auch an Matrix unwahrscheinlich, ne? Ja, ja, diese, richtig. Diese Dinger, die da elektrostatisch aufgeladen werden und sowas. Also es ist nicht das gleiche wie bei der Conny zum Beispiel. Die sind ja wirklich Turbinen oder ventilatorenartig da aufgebaut, ne? Ja. Uah. Kriegst du ja schon Angst, wenn du hinguckst. Wo? Ja, auf das Gefährt hier. Ja, auf jeden Fall. Also, es sieht nicht sehr vertrauenserregend aus. Muss ich echt sagen, also mein ganz persönlich, also mir gefällt es nicht so richtig gut. Ja, mir ist da einfach zu viel, aber es ist trotzdem ein mega geiles Ding. Also gar keine Frage. Aber ich muss das Ding jetzt nicht im Hangar haben unbedingt. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt einen Dropship. Aber ansonsten ist es schon ganz gut. Ne, wir haben hier übrigens zwei Schildgeneratoren verbaut und wir haben ein Turret obendrauf. Das kannst du das von deinem Co-Pilot-Seat steuern oder? Also wenn du jetzt schießt gleich, wir sind ja noch nicht aus der Fraffenweißzone, kannst du beides ansteuern. Es gibt aber auch die Funktion, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ob du das kannst. Ich kann den Viewport aufmachen, aber irgendwo war auch die Möglichkeit, in den Remote Turret zu kommen. Also ich meine, ich hätte das irgendwann mal gesehen irgendwo. So, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. So. Naja, auf jeden Fall haben wir auf dem Remote Turret haben wir zwei Light Strike 3, der Size 3 Größe. Und die sind gegimbelt, ne, wenn ich mich recht erinnere. So, und ja, ist Gemüll. Genau, ist ja ein Turret. So, und dann haben wir hier unter den Flügeln hier vorne sitzen noch, wenn man das irgendwie sieht, die beiden Dinger hier unten. Das sind Size 5 Hardpoints und da die alle auch gegimbelt sind, sind das natürlich Size 4 Waffen dran und das sind die, die wir in der ersten Folge in dem Laden gesehen haben, in diesem Center-Mess-Laden, die Deadbolt 4. Ba-ba-ba. Habe ich, glaube ich, damals auch schon gemacht, das Geräusch, damit ihr euch erinnert, ne, logischerweise. So, und hier an der Seite seht ihr die Luken, die, da können dann die Leute rausspringen. Und die haben ja dieses Luftschild und das gucken wir uns auch gleich nochmal an. So, ich würde sagen, Pharao, du übernimmst wieder. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Interior gucken. Mach, ich bin am Fliegen. Hast du irgendwie ein besonderes Ziel, oder? Wir fliegen einfach erstmal hoch und dann gucken wir auch nochmal gleich, ob es im All auch schon Kälte gibt. Können wir ausgestiegen? Nee, jetzt. Okay. Bitte übernehmen Sie, Captain Pharao, ich meine zweiter Offizier, ja, Pharao. Co-Pilot, ich bin dran. So, genau, hier oben sind, wie gesagt, die ganzen Systeme verbaut, dann gehen wir erstmal wieder runter. So, und natürlich alles dieses Geästel, ne? Das ist alles im Stile der Tavarine, die fühlen sich wohl, wenn sie einfach was haben, was wie Bäume aussieht. Ne? Und ja, kann man machen. So, was haben wir hier? Das sind auch Seats, alles klar. Die werden wahrscheinlich genauso funktionieren mit dem Bügel. Ja, richtig cool. So, da geht ihr einfach, drückt ihr Z, dann geht ihr da wieder raus. Oder ich glaube, ihr könnt auch einfach W drücken. Und hier hinten sind dann auch die Sitze. So, da sind wir gerade hergekommen. So, was macht er jetzt? Ne, ihr müsst Z drücken. Gut. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich noch zeigen. Schilde, richtig. So, hier habt ihr jetzt die Türen, ja, die wir gerade von außen gesehen haben. Die könnt ihr aufmachen und dann seht ihr hier richtig diese Luftschilde, ne? Und das ist auch so geil, Leute. Sieht so gut aus. Ja, also da ist das Schiff wirklich schon echt eine feine Sache. Eine feine Socke. Und kannst du schießen, Pharao? Ja, gleich. Lass mal bitte die Dinger auf, dann kannst du dich gleich reinsetzen, gehst in die Außenansicht. Ich laufe mal dran vorbei, dann siehst du mich da auch da durchlaufen. Okay, machen wir mal alle auf. Ja, lass mich mal zu gucken hier. Ja, jetzt kann ich schießen. Sehr gut. Komme ich nochmal hoch, übernehme nochmal das Steuer.
uns die Waffen nochmal angucken. Das Kämpfen werden wir dann in einer anderen Folge mal machen, ne, wie die kämpft. Schauen wir mal. Das hat auch noch nicht unbedingt was zu sagen, dass das jetzt schon das Ende der Fahnenstange ist. Ne, aber das werden wir alles testen. Heute wollen wir uns das Ding einfach erstmal nochmal angucken. So. So, dann hast du übernommen, ne? Ja, genau. Aber er schießt nur mit dem Turret, ne? Die unteren schießt er nicht. Okay. Kann ich denn jetzt hier noch irgendwas schießen? Ah, ich kann jetzt unten schießen, okay. Ja, siehst du? Dann hast du wahrscheinlich oben auch den Knopf für Enter Remote Turret oder sowas. Nee, der schießt automatisch mit dem Turret hier oben. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Enter Remote Turret. So, jetzt mach ich dich mal blind. Ist das so? Ja, ich muss sagen, die Spiegelung in den Scheiben, das ist schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Aber das sieht halt geil aus. Das sind halt prismatische Augen, prismatische Dinger. Ist halt geil, wenn du rollst, ne, dann bewegt sich halt hier vorne das ganze Cockpit mit, das ganze HUD. Das sieht schon echt cool aus. So, gut, dann steh mal auf und renn mal vorbei da an der. Mach ich! Lass mich mal hier. Exit, komm, lass mich hier aussteigen, bitte. Was ja auch cool ist, ne? Der hat ja nicht so einen Joystick, wie wir das von den humanen Fluggeräten kennen. Ah, da ist er, der Pharao. Sehr geil. Ja, du, ich dich auch. Genau. So, dann sind wir noch nicht außer Atmosphäre. Ich würde sagen, wir springen mal irgendwo hin. Gucken uns nochmal den Quantum Drive an. Springen wir doch einfach mal zu irgendeinem Mond hier, dem. Ach, das ist Delamar. Nee, das macht keinen Sinn. Was haben wir hier? Calliope, da. Genau. Da springen wir mal kurz hin. Den gucken wir uns jetzt nicht an. Das machen wir in einer extra Folge, sonst wird das hier wirklich so 5 Stunden. Ja, kann ich gleich streamen. Quantum Travel. Braucht auf jeden Fall lange. Ah, hier so in der Mitte so eine Art Revolvergriff, ne? Ja, genau. Ach hier, Enter Remote Turret, kann ich von hier aus machen. Siehst du, wusste ich doch, dass da irgendwie was gibt. Ja. Oh. Ja, geil. Ist auch wieder eine komplett neue Animation, ne? Im Quantum Drive. Richtig cool. Lauf mal vorne hin, mal gucken, was er mir da zeigt. Yo. Von innen siehst du das auch total gut. Wow. Oh, das ging mal schnell. Was war denn jetzt los? Voll gut. Ja, war ja nur Calliope. Ist ja hier der Mond um die Ecke. Alles genau. Voll gut, ey. Wow. So. Und jetzt gucken wir noch mal, wie kalt das draußen ist. Ob der wirklich da schon was anzeigt, da habe ich echt mal gespannt. Und dann soll es auch erstmal das gewesen sein. Ne? Wie gesagt, die Aspiria Prowler werden wir noch öfter uns angucken. Das sollte jetzt erstmal nur so ein kleiner Sneak Peek sein. Und wir werden die natürlich auch im Zuge der Spaceport-Reihe noch durchnehmen. Völlig klar. Da wird das alles noch ein bisschen genauer werden. Und dann ist es auch finaler. Hast du schon wieder zugemacht oder hat der automatisch alles geschlossen? Er hat alles geschlossen, weil du in den Quantum gegangen bist. Cool. So, dann wollen wir mal gucken. Zack. Nee, hier ist kuschelig warm. Nee, dann ist das noch nicht drin. Aber das wird noch kommen, Leute. Also, da dass hier noch die Kälte im Universum eine Rolle spielt, wird auf jeden Fall noch kommen. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Machen wir hier direkt aus dem All, würde ich sagen, mit der Aspiria Prawler im Hintergrund. Wo bist du? Hier oben. Da oben. Ja. So. Ich bin jetzt umgedreht, ne? Ja, wie so ein richtiger Astronaut. Freunde, genau. Gravity. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Die wird dann morgen kommen. Und bis dahin werden wir dann wahrscheinlich uns ein bisschen kriminell machen, und weil wir wollen im Knast aufwachen.
Ne? Und Pharao macht, hat sich da oben erstmal hingestellt. Also Freunde, ich auch. Tschüss. Ciao.